Schalke, anderer Verein, Hawaii, Holzfällen. Willkommen zu einer neuen Folge On Air. Heute geht es mal wieder um Jesus ist und Jesus ist gut für dich. Damit du nicht ausprobieren musst, was nicht gut für dich ist, tun wir das heute für dich. Hey Paddy, gut, dass du da bist. Hey. Es geht darum, den Leuten zu zeigen, was nicht gut für sie ist. Ja, Energydrink ist nicht gut für dich. Und wir haben verschiedene Sachen heute vor, die symbolisieren sozusagen, was nicht gut für dich ist. Nicht gut für dich ist zum Beispiel, wenn du dich nur um dich selbst drehst, wenn es immer nur in deinem Leben um dich geht. Und das stellen wir heute dar, indem wir uns, um uns selbst drehen. Was noch überhaupt nicht gut für dich ist, ist, wenn du alles immer nur für dich behältst. Wenn du nicht teilst, ist einfach nicht cool. Wir simulieren das, alles für sich behalten mit ganz viel Klamotten anziehen und behalten, anbehalten. Und was auch noch nicht gut für dich ist, ist, wenn du faul bist, so. Wenn du einfach nichts tust, ist nicht gut für dich. Dem Faulsein wirken wir entgegen mit Sport. Und das verbinden wir alles. Und wie das aussieht, das siehst du jetzt. Paddy, du bist übrigens der Erste. Bei dem Ganzen ist natürlich total wichtig, dass ihr wieder mit dabei seid und abstimmt in den Kommentaren, wer in welcher Disziplin jetzt besonders gut war und wer vielleicht auch modisch einfach den besseren Geschmack hatte. Lass die Spiele beginnen! Also Paddy, das Ziel ist es, so viel wie möglich anzuziehen, ja? Okay. Du sahst noch nie so gut aus. Sieht bei dir aus wie so ein Eishockey-Trikot. Oh Mann, du siehst so gut aus, ey. Okay, das muss reichen. Ich finde, du könntest auch sonntags so auf die Bühne gehen. Okay, Paddy, ich präsentiere dir jetzt den Parcours. Dafür brauchen wir zwei Stangen und zwei Stück Papier. Okay, ich erkläre ganz kurz die Regeln. Ach, schaut es euch einfach selber an, das ist viel zu kompliziert zum Erklären. 3, 2, 1, go! Und bitte! Ja, drehen. Wie fühlt sich das an, wenn man Sachen macht, die nicht gut für einen sind? Also alles dreht sich um mich selbst. Ich kann nicht mehr gerade gucken. Ich kann nicht mehr ordentlich reden. Stop it. Get some help. Das Geheimnis ist, du musst mit mehr Lagen unten drunter anfangen. Also machen wir hier mal kurz einen Schnitt. Hier können wir wieder reingehen. Weißt du, was mir da mal wieder einfällt? Eat healthy. Eat healthy. Ist ja auch Melone, von daher ist nicht ganz so schlimm. Warum darf ein Logo drauf? Das ist irgend so eine Kirche. Gelb, blau, IKEA! 3, 2, 1, go! Das war nicht gespielt, gell? Links geht besser oder rechts? Eigentlich geht es. Es ist anstrengend, Mann. Das war so anstrengend. Weg mit euch, ihr Papierzeugs. Weg! Also wie ihr seht, es ist nicht gut, Dinge zu machen, die nicht gut für euch sind. Schaltet also am besten morgen direkt wieder ein zu Quick Charge um 7 Uhr. Montag bis Freitag auf unserem Kurbers Instagram-Account und am Sonntag zu den Sessions. Wir sehen uns dann. Ciao.
Haut in die Kommentare, wer gewonnen hat. Peace. Energy Drink? Danke, Mann. Wirklich nicht. Komisch.